Hi zusammen, Hannes hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona und ich bin gerade bei Huawei und hier wurde gerade das MateBook X Pro zusammen mit dem MediaPad M5 vorgestellt. Das M5 sogar in zwei Versionen und was diese drei Geräte so können, das schauen wir uns jetzt an. Okay, kommen wir zum Huawei MateBook X Pro. Das MateBook X war ja schon eine kleine Überraschung, als Huawei es vorgestellt hat, weil es war extrem dünn, es war extrem leicht, es war extrem robust und schlank und alles. Also ein sehr, sehr gelungener Einstieg in die Welt des Notebooks. Und mit dem MateBook X Pro setzt man hier noch einen drauf, denn man packt jetzt deutlich mehr Leistung rein. Ihr habt jetzt hier bis hin zum Core i7 Quad-Core, eben den 8550U aus der 8. Generation verbaut, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, alles eben in einem sehr schlanken und leichten Gehäuse. Erinnert immer noch so ein bisschen an MacBook, aber ich glaube, das ist heutzutage einfach in. Ich habe jetzt hier die Space Gray Variante, gibt es auch noch in Silber. Und ja, wenn wir uns das Gerät anschauen, eine große Besonderheit ist vor allem dieses riesige Touchpad unterhalb der Tastatur. Es ist wirklich gigantisch und laut Huawei auch das größte Touchpad in einem Notebook dieser Größe. Ihr habt wieder eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, natürlich einzelne Tasten, Chiclet Keyboard. Und ganz wichtig eben hier den Power-Button mit integriertem Fingerprint-Reader. Das ist eine sehr coole Sache, weil selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, seid ihr mit Einloggen in knapp 7,5 Sekunden auf dem Desktop, weil in dem Moment, wo ihr eben den Power-Button drückt, werdet ihr bereits erkannt und anhand des Fingerprints eingeloggt. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache, funktioniert auch sehr gut. Ja, ein großes Augenmerk wurde auch aufs Display gelegt. Ihr habt jetzt hier ein 13,9 Zoll Display, also knapp unter 14 Zoll, 3000x2000 Pixel Auflösung, also die gleiche Auflösung beispielsweise wie in einem Surface Book mit 13,5 Zoll. Und was man hier halt geschafft hat, ist ein extrem dünner Displayrahmen. Also der ist wirklich sehr, sehr schlank geworden. Ihr habt dadurch 91% Screen-to-Body-Ratio. Bedeutet, ja, ihr habt im Prinzip eigentlich nur noch Display vorne zu sehen und nur noch einen ganz, ganz kleinen Rand rundherum laufen. Ihr habt auch nicht wie beim Dell XPS 13 hier unten dann einen fetten Balken unten drunter oder ähnliches. Das bleibt hier eben auch komplett weg. Und was Huawei sich dafür einfallen lassen hat, ist, die Frontkamera muss natürlich weg, weil irgendwo muss sie sonst Platz finden und das ist natürlich viel Platz weg oder man schneidet ein Stück raus oder irgendwas, sieht alles irgendwie komisch aus. Deswegen hat man einfach gesagt, wir packen sie in die Tastatur. Wird aufgeklappt, das heißt, ihr habt dann hier eben eine aufgeklappte Frontcam und ja, dann je nachdem, ob man sie braucht oder nicht. Vorteil ist, wenn sie zugeklappt ist, kann sie auch nicht heimlich irgendwas mitfilmen. Ja. Also eben gerade für alle, die sehr vorsichtig sind mit ihren Daten, die eben noch die Webcam abkleben oder ähnliches, eben eine sehr coole Option, weil so die Webcam überhaupt nichts machen kann, wenn sie eben eingeklappt ist. Auch bei sehr sensiblen Daten, beispielsweise im Firmenumfeld, wo es eben oftmals sehr wichtig ist, dass die Webcams nicht funktionieren dürfen, das einfach, weil eben Firmengeheimnisse darüber abgegriffen werden könnten, auch sehr cool gelöst das Ganze, wenn man sich eben irgendeinen Schieber oder ähnliches davor spart, was ja auch wieder nur zu Dicke beiträgt. Das Ganze dann hier eben zwischen den Tasten F6, F7 integriert. Da muss man sich beim Schreiben wahrscheinlich dran gewöhnen, sonst tippt man dauernd auf die Webcam, aber ich glaube, wenn man da mal drin hat, dann ist das auch wieder kein Problem. Ja, schauen wir uns mal kurz die Anschlüsse an. Ihr habt hier einmal Klinkenanschluss, zweimal USB Type-C, inklusive vollen Thunderbolt-Support. Das bedeutet, ihr könnt eben auch eine externe Grafikkarte anschließen, ihr könnt 4K-Displays daran anschließen. Also da eben auch jede Menge Möglichkeiten über diese beiden USB Type-C-Anschlüsse. Auch geladen wird er darüber, das Netzteil unterstützt Quick Charge beispielsweise und ist sehr, sehr klein und kompakt gehalten. Wir haben leider keinen Griff bereit, aber so hat es Huawei zumindest extra angekündigt. Dazu gibt es aber noch einen Full-Size-USB-Anschluss, der war im Vorgänger nicht mit dabei. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil man hat ja doch oftmals so Kleinigkeiten, wie jetzt eben, sei es nur eine Maus, sei es jetzt irgendein Maus-Dongle, Tastatur-Dongle oder auch einfach nur ein USB-Stick. Man will ja nicht sofort alles ersetzen, dann hat man hier eben noch einen klassischen USB-Anschluss. Ja, wenn wir uns die Unterseite anschauen, ich habe hier eben Lautsprecher integriert, insgesamt 4 Stück, sollen mit Dolby Atmos, also Dolby Atmos zertifiziert sein. Das heißt, dass sie so ein bisschen Raumklang mit reinbekommen, dass das Ganze eben, ja, ein bisschen besser klingt. Keine Ahnung, wie man es groß erklären soll, muss man halt hören. Klingt auch wirklich gut, der Ton, aber ist natürlich kein Ersatz für eine richtige Anlage. Zusätzlich zu den Lautsprechern gibt es noch 2 Subwoofer, die eben dann den Bass ein bisschen rausholen sollen. Auch hier gilt, muss man sich anhören, ist jetzt hier auf dem Event ein bisschen schwierig rauszuhören, weil es eben sehr, sehr laut ist, hier spielt überall Musik. Aber ja, da hat Huawei auf jeden Fall sehr viel Wert auf den Klang gelegt. Auch ansonsten, wenn man es so in die Hand nimmt, es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich sehr robust an, es fühlt sich sehr wertig an. Und ja, apropos wertig, kommen wir zum Preis. Der ist nämlich noch so ein kleiner Knackpunkt, denn es geht los bei 1.500 Euro.
ist nicht unbedingt wenig, ist jetzt aber auch nicht extrem viel für ein Notebook in dieser Ausstattungsklasse. Denn für die 1500 Euro bekommt ihr eben ein Core i5, 8 GB RAM dazu und eine 256 GB SSD. Dazu eben dieses großartige Display mit 3000 über 2000 Pixeln Auflösung, mit 10-Finger-Touch-Erkennung und so weiter. Das ist also alles in jeder Version schon mit drin. Und es geht dann hoch eben bis 1900 Euro UVP, wo ihr dann eben einen Core i7 Quad-Core bekommt, den 8550U, 16 GB RAM, 512 GB SSD und eben auch sonst die volle Ausstattung hier des MateBook X Pro. Bei mir aber die graue Version und ich konnte mir gerade noch eine silberne Version greifen. Natürlich deutlich heller dann und ja, ist natürlich dann Geschmackssache, was besser gefällt. Ja, also insgesamt wirklich ein sehr, sehr guter erster Eindruck vom Gerät. Wie es sich dann wirklich im Alltag schlägt, müssen wir schauen. Ich hoffe, wir kriegen da ein kürzeres Testgerät, dass uns das eben auch mal genauer anschauen können, auch wie die Kühlung funktioniert. Beispielsweise dann gerade in so einem dünnen Gehäuse bei einem Quad-Core muss natürlich die Abwärme irgendwo hin. Und das können wir jetzt hier leider alles noch nicht ausprobieren. Aber schon mal wieder ein sehr, sehr cooles Gerät von Huawei, was man hier vorgestellt hat. Und damit bis zum nächsten Mal.